Willkommen zum zweiten Part von Let's Play Bioshock. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und mich bei meinem Abenteuer durch Rapture begleitet. Im ersten Part ist nicht wirklich viel passiert, außer dass wir gerade ein Big Daddy in Aktion gesehen haben und zugleich auch das Let's Play gestartet hatten. Von daher würde ich mal sagen, wir machen uns da mal auf in die nächsten Gefilde von Bioshock. Und hier ist jemand verstorben, wahrscheinlich erst vor kurzem. Ah, ein Kuchen mit Cremefüllung, sehr wohlschmeckend. Darüber kann ich mich sehr freuen. Und da ist ein Vita-Chamber, den kann man ausschalten. Hier würde man wieder respawnen, sobald man sterben sollte. Also man kann eigentlich so oft, man möchte eigentlich sterben, außer man schaltet die Vita-Chamber aus. Aber ich denke mal, das werden wir einfach mal... Ich kann nicht mehr reden. Ja, aber ich denke mal, wir werden es einfach mal unterlassen, die Vita-Chamber auszuschalten. Außer es würde wirklich viel zu einfach sein gegen die Gegner, was durchaus der Fall sein könnte, weil... Ja, wobei, man kann ja noch im Endeffekt den Schwierigkeitsgrad nach oben schrauben, beziehungsweise erhöhen. Das sollte nicht das... Unhöflich! Ja, ja, unhöflich. Hey, du lebst ja noch! Unverschämtheit! Wenigstens habe ich sie mit dem ersten Electro-Gold getroffen. Das kenne ich noch anders von mir. Hier ist nichts mehr. Ja, mein Freund, ich muss sagen, du bist Geschichte. Geschichte von Rapture. Ich höre jemanden, da hinten sind noch ein paar Splicer, die ich gleich ausrotten bzw. dezimieren werde. Genau so hat sich die Sache. Ist ziemlich effektiv, wenn man einfach mal in Kombination von Electro-Bolt mit Wasser die Gegner sozusagen tötet. Niederstreckt, was auch immer. Und hier, die haben offensichtlich irgendwie einen Big Daddy umgebracht. Man weiß nicht, wie sie das getan haben, ist auch nicht so relevant für die Handlung des Spiels. Und hier war soweit, ich weiß nichts mehr, also gehen wir weiter. Bevor ich da lang gehe, ihr seht schon, da ist alles rot ausgeleuchtet. Das hat einen bestimmten Grund, warum das so ist. Und hier ist, soweit ich weiß, auch noch nichts. Da können wir jedenfalls noch nicht lang gehen. Das heißt, wir gehen erstmal hier in die Frauen... Die Frauentoilette, vermutlich. Ich denke mal, das ist die Frauentoilette. Oder die Toiletten sind nicht separiert worden. Das heißt, Männer- und Frauentoiletten sind ein und dieselbe Toilette. Was untypisch wäre. Soweit ich weiß, ist das auch nicht gang und gäbe. So, wie war es nochmal? Ich sollte auf jeden Fall das hier auffüllen durch eine neue EVE-Spritze. Und jetzt gehen wir dorthin. Sicherheitsalarm, ja, Sicherheitsalarm ausgelöst. Moment. Ah, da kommen sie ja. Splicer. Kommt mal runter. Und jetzt muss ich nochmal... Na, gar nicht wahr. Wobei, ich werde einfach mal kurz nachziehen. Habe ich schon gelootet? Nein, habe ich nicht. Kommen die nächsten Splicer. Wir springen sie wieder runter ins Wasser. Und sind tot. Ja, das wäre wohl... soweit erledigt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Die Gegner sind so schwach, dass ich momentan einfach mal 9 Healthcares habe. Medikits habe. Healthcares ist ja auch egal. Medikits, Healthcares ist eigentlich das gleiche. Aber sagen wir einfach mal Medikits. Ich habe momentan 9 Medikits und das ist das Maximum, was man haben kann. Im nächsten Teil sind es, glaube ich, maximal 5 oder 6, die man mit sich tragen kann. Was ich eigentlich relativ lächerlich finde, weil in dem Teil hat man einfach 9 und 9 Medikits gehabt und 9 EVE-Sprints. Im nächsten Teil hat man es einfach auf 6 dezimiert. Beziehungsweise reduziert, was ich lächerlich fand. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier lang gehen, wie es den Anschein hat. Jedenfalls der Pfeil zeigt uns die Richtung. Und jetzt möchte ich euch eigentlich einen kleinen Trick zeigen. Ich speichere kurz ab, weil ich das eigentlich als eher als Bug-Abusing sehe. Ich bin auch gespannt, ob es in der Remastered Edition noch funktioniert. Wobei...
Genau so ging das. Soweit ich weiß, war es so. Ja, es funktioniert immer noch. Ja, so kann man ganz schnell diese Zwischensequenz zwischen mir und Andrew Ryan überspringen. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie das noch weiter involviert haben in der Remastered Edition. Ich dachte eigentlich, die hätten das mal wirklich mal rausgepatcht. Offensichtlich ist das nicht der Fall gewesen. Jetzt sind wir schon im nächsten Bereich. Aber ich werde laden. Es war, glaube ich, der hier. Ja. Wir werden laden. Weil es einfach zum Spiel dazu gehört. Im Normalfall würde man das als Speedrunner machen, aber da ich kein Speedrunner bin in erster Linie, werde ich das nicht abusen. Das heißt, wir gehen hier rein, wollen hier durch die Tür, funktioniert nicht. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Und jetzt haben wir unser erstes Aufeinandertreffen mit Andrew Ryan. Ja, was die erste direkte Konfrontation. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje, was immer dir lieber ist. Dos Vidanje. Andrew Ryan, Dos Vidanje. Das kommt jetzt bereits auf mich zu. Ihr seht schon, sie haben. Was haben sie oder der Hand? Irgendwelche Lampen. Mal sagen. Atlas, hilfst du mir? Nichts lieber als das und damit hat man in etwa 1,5 Minuten gespart. Als Speedrunner, was ich halt wiederum nicht bin. Daher war das nicht relevant. Dass ich das überhaupt abuse. Diesen einen Bug. Ich denke mal, es ist ein Bug. Oder ein Glitch. Soweit dazu. Natürlich irgendwelche Splicer hier. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt. Den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. Den freien Markt, den freien. Was hier? Benutze den Notzugang. Handtasche. In der Handtasche befindet sich nichts mehr. Irgendwas hat gerade die Atmosphäre zum Verstummen gebracht. Hier befindet sich noch kein einziger Gegner. Jedenfalls kann ich das. So introvertiert? Was? Ich bin doch nicht introvertiert. Ich bin introvertiert. Nicht in diesem Leben. Heute entlassen. Sehr schön. Ah, es müsste auch von dieser Diana Mac irgendwas sein. Matt Clintcock. Sagt, dass ich heute entlassen Clintcock. Werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß. Und so sehr an meinem Fall interessiert. Dr. Steinman, den werden wir auch noch demnächst kennenlernen. Ein sehr sympathischer Mensch, wie ich noch finde. Und ja, durch Plasmide kann man nicht nur solche Effekte wie Electrobolt hervorrufen, sondern man kann eigentlich mit Plasmiden alles quasi verändern. Hinsichtlich der menschlichen DNA und der Genetik. Und ihr seht schon, hier befindet sich ein Sicherheitsbot, den muss ich hacken. Geht eigentlich anders und ich hasse das Hacksystem in Bioshock 1. In Bioshock 2 ist es um einiges angenehmer, da haben sie dazugelernt. Und ja, eigentlich kann man es so machen, das war es eigentlich schon. Geschlossen. Errungenschaft freigeschaltet, Sicherheitsbot gehackt. Errungenschaft freigeschaltet, ein erfolgreicher Hack. Wow, also wenn man danach geht, dass man einfach diesen Bot hier hacken muss, um eine Errungenschaft, beziehungsweise sogar zwei Errungenschaften freizuschalten, das ist ziemlich lächerlich. Ja, ich höre irgendwelches Bleiser dorthin. Bitte, bitte, bitte. Ich hab dich. Okay, Bot, kümmere dich bitte darum, danke. Ich hab mich gerade angeschossen. Wo findet sich der Mann?
hast Probleme, mein Freund, oder? Du schießt mir einfach so in den Rücken. Sehr ehrenlos. Unehrenhaft. Ich wollte mich gerade eigentlich mit dem Tonband hier beschäftigen. Security. Und hier hat sich wahrscheinlich unser Sicherheitsbot befunden. Ich frage mich, wie der da rauskam. Was war nochmal eigentlich Healthcare? Ah, F war Healthcare. Oder Healthcare. Medikit natürlich. Healthcare. Wieso sage ich immer Healthcare dazu? Ist auch egal. Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Wie Stileman es gerade erklärt hat, man kann mit Adam eigentlich die komplette Genetik beeinflussen, wie ich es bereits auch erwähnt habe. Notfallzugangskontrolle benutzen mit E, mache ich doch gerne. Wurde verweigert. Ich höre schon wieder jemand dorthin. Und da bist du erstmal. Oh, sehr schön. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. Aber wieso denn nicht? So ein Menschenfreund ist Dr. Stileman leider nicht. Nein. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Ja, durch Plasmide und Adam kann einiges passieren. Der übermäßige Konsum von Adam ruft einige Mutationen hervor, die man auch bei den Splicern schon begutachten kann. Die verlieren quasi ihre Menschlichkeit. Also das sieht man auch ziemlich offensichtlich, dass sie ihre Menschlichkeit verlieren nach einer Zeit. Und sie werden wahnsinnig. Das mal außen vor gelassen. Jedenfalls, wir müssen hier den Notschalter bedienen. Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Da kommt sie. Ja, der ist tot. Der ist auch tot, oder? Ne, ist er nicht. Ja, dann mach ich es. Moment. Bist du tatsächlich ausgewichen? Wow, das hätte ich nicht gedacht. Boah. Machen wir es eben so. Mal kurz mein Adam. Mein Eve. Dankeschön. Ich bemerke schon wieder, dass ich gerne zwischen EV. Ja, es müsste eigentlich gut sein. Da befindet sich noch irgendeine Splicerin. Die aber nicht die ganz große Herausforderung da. Ich finde noch irgendjemand. Noch eine weitere Splicerin. Aber das wäre dann soweit erledigt. Also im Prinzip sind die Gegner nicht die ganz große Herausforderung. Jedenfalls die Splicer, die ganz herkömmlichen Splicer nicht. Es gibt bestimmte Arten von Splicer, die sind ziemlich nervtötend. Ich habe da keine Munition mehr. Für die Pistole wiederum schon. Und wir können eigentlich weiter voranschreiten. Wohl beide tot. Außer sie stellen sich nur tot. Was ich jetzt aber mal nicht glaube. Beziehungsweise ich gehe davon nicht aus. Und jetzt können wir eigentlich in die Medical Pavilion. Die Heimat von Dr. Stileman. Bitte gib mir einfach. Ich hasse dich, Bot. Der Bot gibt mir einfach die ganze Zeit. Also, er ist ziemlich im Weg. Möchte ich mal dazu gesagt haben.
kann dich nicht anschauen. Es ist mir nicht möglich. Du bist eine gespensterhafte Gestalt. Was soll ich dazu sagen? Es tut mir leid. Du bist tot. Vermutlich existierst du gar nicht mehr in dieser Art und Weise. Ja, hier wurde der Healthcare-Automat ziemlich demoliert. Irgendwie zu bessern. Und gehen wir von mir rein. Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, musst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Sympathisch. Höhere Standards. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Er klassifiziert das als Töpfern, wenn man am menschlichen Gewebe experimentiert. Also nach moralischen Vorstellungen kann man hier nicht mehr wirklich voranschreiten oder das überhaupt einordnen, dass es moralisch wäre. Gewiss nicht. Und da befindet sich, soweit ich weiß, jetzt noch ein Geschützturm. Den möchte ich hacken. Aufkauf. Nein, danke. Verzichte ich drauf. Jetzt muss ich mich beeilen. Wobei, ich denke mal, das hat noch ein bisschen Zeit. Wir müssen oben lang. Das heißt, wir gehen diesen Weg hier. Ach ja, was ich mal erwähnen wollte. Ich habe ja bereits schon mal die ersten Parts aufgenommen gehabt. Vor Jahren. Hab sie... Das heißt, ich habe sie aufgenommen. Ich habe auf Twitch, soweit ich weiß, Bioshock gespielt. Nicht die Remake Edition. Damals gab es die Remake Edition noch nicht. Und das kam ebenfalls relativ positiv an. Da habe ich mich auch sehr gefreut darüber, das am heutigen Tag für euch spielen zu können. Jetzt habe ich das gehackt. Ja, Geschütz, bitte mach was. Dankeschön. Soweit ich weiß, befindet sich hier noch ein Geschütz. Ja, das werden wir auch kurz hacken. Ankauf, $10, okay. Dann brauche ich das nicht mal zu hacken. Also, ganz ehrlich, $10 ist nichts. Oh, das war Spezialmunition. Panzerbrechend gegen Big Daddy sehr effektiv. Irgendwas wollte ich gerade machen. Also bis jetzt läuft das um einiges besser, als es sonst immer vorangeschritten ist in diesem Spiel. Wobei ich eigentlich gar nicht mal so konzentriert bin auf das eigentliche Spielgeschehen, sondern eher auf das Kommentieren der aktuellen Lage und Umstände des Spiels. Parasit oder irgendwas, was Parasiten erwarten. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Und direkt das nächste Tagebuch. Ich bin kurz leise. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Ich mich einen kurzen Augenblick darauf konzentrieren, wie ich hier am besten vorangehe. Aber wie gesagt, zu Beginn ist das nicht wirklich die ganz große Herausforderung, irgendwelche Splicer zu töten. Und wie man gerade heraushören konnte aus den
Tonbändern, diesen Tagebüchern, geht es hier auch viel um die Ethik des Menschen und wie man am besten vorangehen könnte, wenn man Personen in der Gesellschaft hat, die fast keinen Nutzen für die Gesellschaft, also für die andere, für den Großteil der Gesellschaft haben. Das habe ich mich, glaube ich, ziemlich versprochen, aber ist auch nicht so relevant. Gerade wie ich es eigentlich... Irgendjemand lacht hier gerade. Wer lacht hier über mich? Die haben ja auch gerade einen besonderen Splicer umgebracht. Genau den hier, das war... Ja, keine Ahnung. Was... Ah, Panzerbrechen, die nehme ich auch gerne an mich. Kann ich immer gebrauchen. Ich höre doch hier irgendjemand. Muchas gracias, Vandalismus. Bin ich wieder kurz still. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Habe ich jetzt dadurch das Tonband unterbrochen oder war das bereits vollendet, also abgeschlossen in dem Fall? Ich bin mir jetzt wirklich sehr unschlüssig diesbezüglich. Falls ich das unterbrochen haben sollte durch diese kleine Zwischenfrequenz, Sequenz und Frequenz, da gibt es einen markanten Unterschied. Entschuldigt, Leute. Ab und zu scheine ich nicht mehr ganz auf der Höhe zu sein. Wobei ich letzte Nacht ziemlich gut geschlafen habe. Aber naja, das außen vor gelassen. Picasso! Der Chirurgie. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen. Wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Das war sie wohl, bis ich sie zerstört habe. Oh, eine schöne Leiche. Die können wir hier durch das Krematorium einäschern. Das müsste ein Krematorium sein. Jedenfalls ein sehr dezentes Krematorium. Ideal ist es momentan scheinbar nicht. Aber es gibt mir wenigstens ein neues Tonikum. Was ist dein Tonikum? Körpergentonika. Körpertonika verändern deine Gene und verbessern so deine physikalischen Fähigkeiten. Wie alle Tonika sind auch Körpertonika passiv. Was bedeutet, dass ihre Effekte automatisch einsetzen, sobald sie installiert werden? Ja, Installation am Körper. Wer kennt's nicht? Du kannst die Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Körpertonika erhöhen, indem du bei einem General's Garden mit dem Adam der Little Sisters Körpertonika-Slots kaufst. Wenn du mehrere Versionen eines Körpertonikums installierst, addieren sich ihre Effekte. Vielen Dank für die Information. Das kann man jetzt nochmals durchlesen, ist aber nicht weiter wichtig. Hacker's Delight. Mit Hacker's Delight wandelt ihr Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen. Du hast dein erstes Körpertonikum erhalten. Körpertonika machen dich stärker und mächtiger. Sie werden gesondert von Plasmiden und anderen Tonikum-Typen ausgerüstet. Ja, ich merke schon, ich kann nicht lesen. Jedenfalls nicht im Let's Play. Ab und zu tue ich mich echt da schwer, wenn es darum geht, vernünftig vorzulesen. Warum auch immer. Hier befindet sich, glaube ich, soweit nichts mehr. Das heißt, wir können weiter vorangehen und demnach nach oben gehen.
Ja, schlicht und ergreifend gehen wir jetzt nach oben. Und da kenne ich garantiert nichts. Ja, ich denke mal. So hast du das überlebt. Ganz ehrlich, da unten ist irgendeine Flüssigkeit gewesen. Du hättest eigentlich elektrisiert werden müssen. Schwieriges Wort. Elektrisiert werden müssen. Danke. Beim dritten Versuch hatte ich es dann auch. Ich benutze mein Healthcare. Ein Medikit. Healthcare. Das wird doch noch so ein Klassiker werden, oder? Du benutzt ein Healthcare. Ein Medikit benutze ich. Und hier kommen normalerweise die Little Sisters raus. In dem Fall nicht. Weil sich hier absolut kein Big Daddy in der Nähe befindet. Oh, ich habe 26 MG-Patronen. Das ist eigentlich gar nichts. Deswegen bleiben wir eigentlich lieber mal bei der Rohrzange. Jetzt gehen wir hier kurz durch, indem wir kriechen. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere ich habe fast Stadt keine EVE-Spritzen mehr, ich bemerke. Tisch werde ich auch gerne überprüfen. Da ist ein Generous Garden. Den kann ich aber nicht mehr benutzen, weil defekt ist. Abfackeln ausrüsten. Was ist das? Plasmide, haben wir bereits schon gelesen. Ist da ja egal. Abfackeln, wenn etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Setzt Objekte und Kreaturen in Brand. Je öfter du es einsetzt, desto mehr Schmerzen fügt es zu. Ab 12 Jahren aufwärts. Ich bin alt genug für Abfackeln. Ich bin 12,5. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Und ich sollte vielleicht mal das hier entzünden. Und damit werden guten Leute hier Geschichte. Ja. Brennt, meine Freunde, brennt. Und lasst mich zukünftig in Ruhe. Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Erreichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Die heißen Pheromone? Oh mein Gott, das wusste ich ja noch gar nicht. Pheromone leiten unser Denken und Handeln. Und in diesem Sinne mache ich einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, see ya, Leute.